Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu meinem allerersten Top 10 Video der Knives. Die Waffen sind alle durchgearbeitet. Die Playlist dafür findet ihr hier. Die wird ja gerade irgendwo angezeigt, ich glaube, wartet kurz. Da oben in der anderen Ecke ist so ein I. Da steht dann sowas mit Playlist. Da sind alle Top 10 Videos zur Deagle, zur USP und so weiter und so fort. Nun kommen die Knives dran. Jede Knife-Art bekommt sein eigenes Top 10 Video. Wir fangen mit den Bayonets an. Here we go. Das Bayonet Slaughter ist auf meinem 10. Platz. Rot passt ja eigentlich ganz gut zu Knives, also speziell an der Klinge, weil es ja blutig zugehen kann. Das Muster an sich sagt mir jetzt nicht so arg zu, aber es ist ja auch nur auf meinem 10. Platz. Der Preis, wir sind jetzt bei den Knives, da sind die Preise natürlich sehr gesalzen, beträgt 210 Euro. Kann man mal machen. Warum nicht? Ich erwähne sie auch nochmal an der Stelle, weil sicherlich einige neue dazukommen. Ich erwähne immer den höchsten Preis in Nicht-Stat-Track. Auf dem 9. Platz liegt das Rust-Code. Ihr habt das sicherlich in meinen Case-Openings schon mitbekommen, dass mir diese Rust-Knives dann doch ganz gut gefallen. Ich dachte immer, sie wären nicht so meins, aber sie haben eine ganz besondere Anziehung. Es könnte noch rostiger sein. Gut, es ist ja auch jetzt hier, glaube ich, Minimalware oder so, nicht FN. Also in FN wäre es vielleicht ultra rostig, man weiß es nicht. Wisst ihr, je schlechter die Verarbeitung ist, desto unrostiger ist es. 113 Euro. Ja. Es geht. Wir haben schon vor kurzem drüber gesprochen, dass es Wahnsinn ist, für Pixel so viel Geld auszugeben. Das ist noch eine etwas günstigere Geschichte. Das Damascus Steel Bayonet ist auf meinem 8. Platz. Bei ein paar Waffenskins hat man das bereits feststellen können, dass mir die Damascus Skin-Reihe doch sehr recht in den Kram passt. Ich finde es wirklich schick. Wenn man so ein richtiges Damascus Steel Knife auch zu Hause hat, also eben in der Küche, die sehen schon wirklich bombastisch aus. Da kann ich mit kochen, das kann der Kenner so schnell nachmachen. Welch der McDonalds ist ein Scheißdreck dagegen. 132 Euro für dieses Knife. Ja, ja. Auf dem 7. Platz befindet sich bei mir das Bayonet Freehand. Wenn man genau hinschaut, erkennt man da sehr coole Details, Einzelheiten, gezeichnete, wunderschöne Sachen. Es ist purple und ist dann noch so grau oder schwarz, silberweiß. Die Seite gefällt mir noch etwas besser als die andere. Die hier ist einfach zu voll gemalt. Also diese hier ist schon so ein bisschen schicker, oder? Guck mal, es geht so schnell weg. Egal, schönes Knife. 171 Euro. 6. Platz, Autotronic. Dieses Design, speziell das rote, gefällt mir hier deutlich besser, wie jetzt zum Beispiel hier bei Slaughter. Klare Linien, schöne Grenzen. Ich habe es bei Wollen schon ein paar Mal gesehen. In Aktion sieht es auch echt Hammer aus. Also, da kann man nicht meckern. 800 Euro ist dann aber schon ein Wort beim Preis. Dafür kann man sich dann doch schon einen mittelguten PC kaufen oder ein Auto. Also einen Gebrauchtwagen, einen kleinen, alten. So ein Hupsale, so ein Corsa oder so. Wir lassen mal generell die Frage, ob es sinnvoll ist, so viel Geld auszugeben für so Pixel-Kram. Ich lasse es jetzt einfach mal liegen, weil bei den Knives würde ich sonst ständig drüber sprechen. Auf meinem Platz 5 liegt das Bayonet Case Hardened. Richtig schön. So Öltröpfchen, die auf das Messer getröpfelt sind und sich da verewigt haben. So sieht das aus. Ich finde, es passt auf andere Knives ein bisschen besser als auf dieses Bayonet. Das wird man später auch noch in den weiteren Listen sehen. Nichtsdestotrotz verdient er Platz 5. Der Preis ist hier auch wieder deutlich geringer, nämlich 188 oder 158. Ich kann meine Schrift gerade nicht lesen. Ich sag mal 188. Das ist natürlich schon mal eine ganze Ecke weniger zu dem Autotronic. Das Autotronic ist auffälliger, aber das hier ist dann im Detail einfach schöner. Boom, Platz 4, das Fate. Ihr habt euch schon gefragt, was bleibt, nicht wahr? Ja, ja. Bayonet Fate auf meinem 4. Platz. Es kostet 259 Euro, beziehungsweise dafür ist es eben erhältlich, mitunter. Ich denke, diese Fate-Skins, da muss man sich gar nicht lange erklären, sehen einfach schön aus. Also wem es halt gefällt. Es ist alles eine Ansichtssache, da kann man da jetzt keine Regel ziehen. Mir gefallen sie gut. Jetzt kommen wieder Platz 3, 2 und 1. Ihr könnt also wieder raten, was da wohl drauf liegt auf meiner Top 10. Dazu habt ihr jetzt kurz Zeit. Überlegt mal, was gibt's noch so für Skins auf den Knives? Weiter geht's. Das Doppler liegt auf meinem 3. Platz. Wer hätte es gedacht? Der Skin sieht natürlich immer mal wieder anders aus. Das war jetzt eben FN. Hier haben wir Minimalware, glaube ich. Und natürlich ist auch das Pattern, glaube ich, immer unterschiedlich. Oder es gibt zumindest einige verschiedene Pattern. Hier haben wir noch eins in Minimalware. Auch nicht schlecht. Naja, das ist mein 3. Platz. Es kostet 199 Euro und ist für den 3. Platz gerade bei den Knives ja eigentlich sogar recht günstig im Vergleich zu den anderen. Steht da oben was drauf oder ist das abgenutzt hier? Ich denke, das ist abgenutzt. Und da sind wir schon auf dem 2. Platz. Das Bayonet Marble Fate belegt diesen. Das kommt schon ein bisschen an das Community Knife ran. Das Knife, das er mir geschenkt hat, ist ja auch ein Marble Fate, ne? Das Karambit, ja, ne? Das ist schon echt ein schickes Teil, aber ich finde gerade bei den Bayonets passt das nicht so gut. Also es ist nicht mein Platz 1. Da gibt es einen anderen Skin, der deutlich besser auf dieses lange, nicht gekrümmte Knife passt. Und das ist folgender. Achso, Moment, der Preis? 299 Euro für das Ding. Ganz klar, das Gamma Doppler. Guckt's euch an. Oh, fast schon Emerald-mäßig. Ultra nice. Gut, ich bin halt einfach ein Grünliebhaber. Das war eins eben in Minimalware. Das hier ist Factory New. Auch nicht schlecht, mit diesem etwas helleren grünen Touch noch da drin. Ich finde, das ist der beste Skin für dieses Knife. Für die Form, für die Größe, für eben genau dieses Knife. Diese bunten Skins sehen da zwar auch sehr schön drauf aus, aber es ist nicht optimal. Ich frage mich, wie ihr das so seht. Seid ihr mit meiner Liste einverstanden oder habt ihr eure eigene Top 10, Top 5, Top 3 oder Top 1 Liste? Wir können sie gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr da was am Start habt. Das Knife kostet übrigens 406 Euro. Shit, Mann, ich vergesse die Preise andauernd. Ich bin noch gerade etwas im Stress, denn der neue PC ist da. Und ich habe ihn jetzt eben aufgebaut, hier alles angeschlossen und ihn eingerichtet. Jetzt sind es noch 2 Stunden bis 17 Uhr, heute am Freitag. Es ist jetzt gerade 15 Uhr. Ich nehme das Video noch auf. Ich muss es noch rendern und dann hochladen. Ich glaube, bis 17 Uhr schaffe ich es nicht ganz. Ich habe auch das Opening von dem PC, der hier hinten steht. Ihr dürft euch schon mal das Geräusch anhören.
Aber das kommt dann erst übermorgen. Das ist sonst zu lange und zu viel Arbeit und das würde viel zu spät kommen. Deswegen kommt jetzt ein kleines Top 10 Knife Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, dann lasst es mich wissen. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschaußen!